Hallo und herzlich willkommen. Im letzten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Änderungen in Colabora aufzeichnen können. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Gruppenarbeiten in Moodle realisieren können, anhand von Colabora-Dokumenten. Gut, das Erste, was wir brauchen natürlich wieder Gruppen. Und wir haben bereits Gruppen eingeführt, nämlich Nachrichtengruppen. Und das wird auch unser erster Schritt sein, dass wir auch hier jetzt in der Klasse 11a Gruppen einführen. Dazu gehen wir auf Einstellungen und dann auf Nutzer und dort auf Gruppen. Bisher haben wir noch keine Gruppen hier angelegt, das heißt, wir legen jetzt erstmal Gruppen an. Nennen wir mal die Gruppen A und B. Gruppe A. So, und wenn wir keine Mitteilungen verschicken wollen, dann brauchen wir Gruppenmitteilungen nicht zu aktivieren. Falls wir Gruppenmitteilungen aktivieren wollen, dann sollten wir hier ein Ja reinmachen. Aber jetzt in meinem Fall ist das einfach bloß eine reine Gruppeneinteilung innerhalb des Kurses. Ich will hier keine Mitteilungen verschicken. So, dann speichere ich das hier mal. Dann lege ich noch die Gruppe B an. Hier genau das gleiche Spiel. Und dann brauchen wir noch ein paar Gruppenmitglieder. So, gucken wir mal. Also, hier hätte ich ganz gern die Schüler und ich selber will natürlich auch Gruppenmitglied sein. So, die fügen wir mal hinzu. Dann ist die Gruppe A schon mal versorgt. Und bei der Gruppe B machen wir da genau das gleiche. Da kommt ab dem Günther Müller letztendlich alles dazu und ich selber auch. So, okay, damit haben wir hier die Gruppen schon mal definiert. Und jetzt kommt das Neue. Jetzt brauchen wir Gruppierungen. Moodle arbeitet mit Gruppierungen. Das heißt, wenn ich mehrere Gruppen hätte, könnte ich einige von diesen Gruppen wieder neu gruppieren. Hier in unserem Fall ist das natürlich relativ einfach. Ich lege also jetzt erstmal eine Gruppierung an. Gruppierung A. So. Und dann noch eine Gruppierung B. B. So, angelegt sind sie. Allerdings sind noch keine Gruppen in dieser Gruppierung drin. Das machen wir jetzt. Dazu gehe ich hier auf die Gruppierung anzeigen und in die Gruppierung A, so meine Gruppe A rein. Okay. Und in die Gruppierung B, das mache ich auch gleich, soll meine Gruppe B rein. So. Ja, und damit hätten wir es eigentlich. Jetzt kann ich wieder in meinen Kurs zurückgehen und kann hier den Arbeitsauftrag natürlich ein bisschen ändern. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, das ist nicht der Arbeitsauftrag, sondern der Arbeitsauftrag der Gruppe A. So, damit hätten wir das. Na, jetzt habe ich es nicht reingeschrieben. Ich hätte mit Return bestätigen sollen. Der Gruppe A, also Enter-Taste nicht vergessen. So, und da muss ich hier natürlich in den Einstellungen auch noch ein bisschen was ändern. Ich muss hier den Gruppenmodus natürlich aktivieren. Und da gibt es zwei verschiedene Gruppenmodi, nämlich getrennte Gruppen, das heißt Mitglieder unserer Klasse 11a, also Schüler der Klasse 11a, die nicht in der Gruppe A sind, können nicht mal in dieses Dokument reinschauen. Okay? Ich kann es aber sichtbar machen, kann sagen, Mitglieder, die nicht aus unserer Gruppe kommen, die können zwar sehen, was wir hier gemacht haben, aber sie können es nicht bearbeiten. Ich denke mal, das ist jetzt für mich die bessere Variante. Und jetzt muss ich natürlich noch sagen, wer hier reingucken darf. Das war der Arbeitsauftrag der Gruppe A, also nämlich die Gruppierung A. Und dann speichere ich das ganze Ding mal ab. So. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Arbeitsauftrag der Gruppe B. Die Aktivität muss ich hinzufügen. Immer wieder Collabora. Element, genau. Und Arbeitsauftrag
So, auch hier wähle ich natürlich wieder unsere sichtbaren Gruppen oder für Gruppen sichtbar. Genau, nehme aber hier jetzt mal die Gruppierung B. Okay, speichern wir das. Und das war's natürlich. Hier soll ich vielleicht noch ein der reinschreiben, damit es gleich aussieht. Na, der Gruppe B, Enter nicht vergessen. So, okay. Bearbeiten schalte ich mal aus. Also so sieht's aus. Gucken wir mal, wie das ein Schüler sieht. Logout. Und dann darf sich mal der Christoph anmelden. Schauen wir mal, nicht speichern. So, da geht jetzt natürlich eine Klasse 11a rein und er sieht natürlich hier den Arbeitsauftrag seiner Gruppe. Da kann er natürlich auch rein und er kann dieses Dokument natürlich bearbeiten. So, das Erste, was er macht natürlich hier mal eine Überschrift rein. Ergebnisse der Gruppe. Ah, das ist der Titel der ganzen Sache. Und dann sagt er, okay, Herr Christoph. Und dann kann er hier seine Ergebnisse reintippen. Okay, gut. Er interessiert sich natürlich jetzt, was hat die Gruppe B denn schon? Und guckt mal in dieses Dokument rein. Und reingucken darf er natürlich. Der sieht jetzt natürlich, oh, die haben noch gar nichts gemacht, aber er kann nichts eintragen. Er hat hier also keine Bearbeitungsfunktionen. Er darf sich hier die Sachen anschauen, darf sich hier auch was runterladen. Das darf er natürlich machen. Er darf auch was ausdrucken. All das dürfte er machen, aber er kann hier nichts reinschreiben. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Die Gruppe A darf das Dokument für die Gruppe A bearbeiten und die Gruppe B darf das Dokument für die Gruppe B bearbeiten. Wunderbar. Das war's auch schon wieder.